Du hast Milch und Schokolade, dann zeige ich dir jetzt, wie du diesen weirden, aber geilen Wackelpudding-Schokokuchen machen kannst. Als ersten Ansatz nehmen wir 400 ml Milch und 100 Gramm Zucker und erwärmen das Ganze ein bisschen. Separat davon machen wir nochmal 100 ml Milch mit Kakaopulver und fügen das dann in die erwärmte Milch hinzu. Als allerletztes müsste dann noch ein bisschen Schokolade dazugehen, das Ganze natürlich immer gut umrühren und dann bis 10 Gramm Agar-Agar im Wasser auflösen und das auch noch dazu kippen. Das Ganze kochen wir auf. Nebenbei machen wir uns die Form aus der Milchtüte, die meistens dann wahrscheinlich leer ist. Da füllen wir das Ganze rein, das Ganze für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank und schon seid ihr fertig. Mmh, geil.